Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an diesem wundervollen, schönen Abend. Warum sage ich Abend? Bei mir ist es gerade 23.17 Uhr am Samstag, den 9. Januar 2016. Zu Ihrer Unterhaltung spielen wir heute ein wenig auf dem Feedlist Infinity Wolf Server mit ein paar Kommentaren von Ihrem werten Doschelbeer. Ich heiße Sie noch erneut herzlich willkommen. Okay, und jetzt werde ich ein bisschen wieder normaler. Ja, wir sind heute wieder bei einer Runde Feedlist dabei. Heute wieder mal alleine. Was restet hier rum? Hier. Wurde gerade eben auf den Knopf angezeigt oder auf der Karte? Oder ist der. Ah, komm, ist jetzt egal. So. Ich habe jetzt mal ein paar Base Forces hier gefarmt. Und auch schon mittlerweile zwei Schwerter nochmal verzaubert. Und was ich mich frage: Hier dieses Wrath 4. Weiß jemand, was diese Verzauberung kann? Weil hier ist der Damage ja eindeutig geboostet. Es ist ja um 5 Effekt-Damage dazu, aber ich habe keine Ahnung wieso. Aber ja. Was wir jetzt heute machen. Wir werden nicht in den Tried Forest gehen. Ich habe da eine andere Möglichkeit gefunden. Ich habe hier mal die Ruhe mal ein bisschen aufgefüllt. Ich habe mir wieder die Liertruhe geschnappt. So, zuerst einmal. Ich will die Durability boosten. Deswegen kommt da ein Emmerhard drauf. Modifier Remaining 2. So, der Bitty von 8500. Kann man mal machen. So, wir brauchen einen Lava-Crystal. Besser nicht den von Blood Magic, der bringt da eher weniger. Kann man natürlich auch mal machen. Wir brauchen aber einen Lava-Crystal von Tinker aus Kunstwart. Dafür brauchen wir Fire Charges. Also, einmal müssten wir das Ganze craften. Zwei haben wir. Hier Blaze Rod. Was war das noch? Eine Blaze Rod bräuchte ich ja trotzdem noch. Hab mich mal gerade ganz gekonnt ein bisschen was verschwendet. Ein Gunpowder. Blaze Rod, Rode und Gunpowder. Das könnte aber auch so zu den Rezepten, die man eher vielleicht nachcraftet. Dann brauchen wir noch einen Bucket of Lava. Oder so ähnlich. Ich glaube, einige können sich jetzt schon denken, was ich vorhabe. Einen Lava-Kristall. Der kommt jetzt auf unsere Lumber-Ex drauf, dann hat die Autosmelt. Und jetzt kommt das hier. Das kann mal weg. Dann brauchen die Dolly hier. Ah ne, das mache ich nicht so. Ich mache mir nochmal schnell einen Golden Bag of Holding. Dafür braucht ich vier Wolle, einen Goldblock. Ja, das schaffen wir easy. 1-2. Also Strings sind ja draußen genug für den Notfall. 9-2. Einen Diamanto. Einen Diamanto-Schmanko. Hier dahin, Goldblock und jetzt die Strings hier. 2. Ah, hier haben wir noch. Aber meine Wolle mehr, die werden wir auch noch irgendwann craften. Golden Bag of Holding. Na, das weiß ich nicht. Das kommt hier rein. Die Fackeln können auch hier rein. Kleiner Trick mit dem Golden Bag of Holding. Dolly da rein und man kann normal laufen. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich heute vorhab. Ich habe gerade ein richtig extra... Ja, ich hatte Déjà-vu meines Lebens. Ah, hier die Viecher, das waren die. Ja, das Blöde ist, dieses Ender ist jetzt für Enderperlenfarmen quasi nutzlos. Weil da einfach Fire-Aspekt drauf ist und, naja. Muss ich nicht so wirklich viel zu sagen, das interessiert die Endermen und so weiter einen Scheißdreck, die ich auch sofort ab. Mann, hatte ich gerade ein Déjà-vu, das war unglaublich. Gut, wir schnappen uns jetzt mal ein paar sogenannte Riesenbäume, die wir dann zu Holzkohle verarbeiten werden. Also ich habe so wirklich vor, so am Ende der Folge würde ich mal Bärmelfeuer Charcoal haben. Dafür schnappe ich mir hier diese dicken Bäume. Da fliege ich aber ein bisschen weiter rein.
weil da hinten ein richtig großes Gebiet von denen startet. Na? Da hinten sind sie schon. Und was der liebe Street auch nicht ans Fragen. Das ist eine normale Witch. Nee, eine Kosmwitch. Wie kann man hier diese dicken Bäume anpflanzen? Das fragen wir uns. Dafür mache ich, stellen wir jetzt einmal hier die Dolly hin und dann Charcoal Go. Ja. So, schon mal zwei Stacks. Ah, da oben hängt auch noch was fest. Ah ja, dann machen wir hier wieder mehr Charcoal. Mehr Charcoal, desto besser. Auf einen Schlag drei Stacks, können wir mal machen. Gut, dann latschen wir mal weiter. Hier haben wir schon den nächsten. Oh, das gibt auch nochmal schön EP. Also, ich würde mal ganz ehrlich sagen, Kohleprobleme hätten wir dann gleich erstmal nicht mehr. Jo. Bin ich ja mal gespannt, was Speed dann mal sagen wird, wenn er das nächste Mal am Server ist, mal wie die ganze Charcoal. Alter. Na, 9 Stacks. Joa. Je nachdem können wir dann nachher auch schon mal wieder verzaubern. Das gibt ja doch schon ein bisschen Erfahrung ab. So. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es Speed schon angekündigt hat, aber ich halte einfach jeder Gewalt, der geklappt hat. Ist besser. Gut, also, das habe ich noch so vor hier in diesem Projekt. Wie gesagt, also einmal hat er schon erzählt, ich wollte mir mal diese beiden dicken Solar Panels mal vorbereiten. Ja. Einmal hier hochstecken. Zack. Ja, wie gesagt, ich wollte mal die dicken Solar Panels hier dann craften. Und zwar einmal das sogenannte Ultimate Solar Panel von Soda Expansion. Und da kann ich mal sagen, das wird eine verdammt teure Angelegenheit. Also da werde ich auf jeden Fall mit Queries arbeiten müssen und ja. Wo haben wir noch einen dicken Baum da? Oh ja, hier sind noch ein paar dicke. Na Kumpel, was geht? Oh, dieser XP-Regen. Oh, jetzt stellt euch das mal vor bei diesen ganz dicken Bäumen im Twilight Forest. Das ist schon heftig, ne? Hier ist ein Bienennest. Kann man echt mal machen. Kann man sich so ab und zu mal gönnen. Ja, hier oben das Zeug holen wir auch noch. Ja, das Ultimate Solar Panel wollte ich ja auch mal pfaffen. Also das hier von IC2 oder dieser Zusatzmod. Dann hatte ich nochmal vor, ich wollte Draconic Evolution mal komplett durchmachen, auch diesen Reaktor von Craften, den ich so noch gar nicht kenne und auch noch gar nicht gesehen habe. Kann vielleicht dann liegen, dass der da hinzugekommen ist. Weg. Ich würde auch gerne diesmal eine Steam-Turbine ans Laufen kriegen, da werde ich wahrscheinlich auch mal Speedtiger um Hilfe bitten. Weil die letzte, die ich gemacht hatte, war ja Mauritania und die ist ein bisschen daneben gegangen.
Also es gibt schon noch reichlich Pläne. Dann will ich mich mal mit den Magien auseinandersetzen. Außer Botania. Botania habe ich echt die Klasse voll mittlerweile. Könnte vielleicht an dem Direwolf-IP liegen. Aber wirklich hier dieser Gaia Guardian, der war echt ein Schock. Also ich habe mich jetzt mal mit einem Bloodmatching angesetzt, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Später wird dann nochmal Witchery drankommen, Faunquaff wird auch nochmal drankommen, aber Faunquaff warte ich erstmal ein bisschen länger. Weil das soll jetzt mal, gehört jetzt erstmal speediger. Alter, hier kriegst du so viel Charcoal. Ja, vielleicht mache ich dann mal was mit der Elf-Tools. Endertech wollte ich auch mal machen. Das sah relativ interessant aus. Ja, ME-System ist natürlich klar, das kommt auch noch dazu. Was haben wir noch so Feines? Ja, hier so ein paar Maschinenkombinationen mit dem die Mind Factory Reloaded wird natürlich auch geben. Ey! Tisch, Tisch! Unsere erste Arbeit wird jetzt ja über Ender Air laufen. Wenn ihr noch könnt ihr Bescheid sagen und die Ender dann um den Server entspannen. Also es wird auf jeden Fall auch eine erste Arbeit geben über IC2. Da habe ich dann mal, werden wir nicht schon vorbeikommen. Und ich wieder. Ja. Ganz ehrlich, ich würde sagen, was er wollte, das ist echt produktiv. 31 Stacks. Wie viele passen da rein? Ich meine, das waren 64 Stacks. Müsste. Ja, ich muss sagen. Also, erstmal haben wir genug Charcoal. Ich glaube, jetzt auch wirklich einmal komplett durch. Ich glaube hier erstmal nur die dicken Bäume ab, weil es halt von denen wirklich ein Kuss ist. So, dann könnte ich noch mal ein Immersive Engineering werde ich wahrscheinlich nicht machen. Mir gefällt dieser Mod einfach überhaupt nicht. Also die Idee ist gut, aber mir sagt er nicht zu. Alter, hast du mich erschrocken? Ja, ich werde auch diesmal noch so ein Art Museum aufbauen mit dem Portmod, werde ich da was arbeiten. Da habe ich noch ein paar Ideen schon gesammelt. Was habe ich noch so vor? Ja, ansonsten könnte mir auch mal Ideen geben. Ich meine, das Modpack ist mittlerweile was bekannter, würde ich sagen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und wieso ist es hier so hell? Ach, weil da Lava ist. Oh, da ist also wieder so ein dunkler Wald. Wild Cabot. Nehme ich mal mit. Ja, vielleicht. Stimmt, mit dem wollte ich auch noch was machen. Also ich wollte einmal hier diese Himmelsdimension da von, na wie heißt der Mod? Hier von Biomes of Fancy. Die hat mich schon immer mal so ein bisschen interessiert. Dann auch nochmal Runige Dungeons, sah relativ interessant aus. Ansonsten wüsste ich jetzt gar, fällt mir gerade kein Mod mehr ein, allerhöchstens wenn ich noch so ein bisschen hier rumlaufe und in random Löcher falle, in denen ich dann einfach wieder rausklettere. Oh gut, du bist mal noch auf dem Witch. Ich hätte schon gedacht, das wäre eine normale Witch gewesen.
Kleine Ansage auch schon mal. Ich werde jetzt, wenn das gesamte Spiel einmal draußen ist, also einmal vervollständigt ist, werde ich auch mal den Minecraft Story Mode durchzocken. Den habe ich von meinem Cousin geschenkt bekommen, weil der weiß, dass ich relativ viel Minecraft spiele. Bloß ich finde es einfach verwirrend, ein Let's Play anzufangen und dann über erstmal so ein paar Monate zu warten, bis da alles draußen ist. Wie gesagt, dann einmal abwarten, bis ich bis das einmal komplett draußen ist und dann werde ich das einmal durchschnüppeln an einem Wochenende. Ja, diese Aufnahmen sind jetzt auch wirklich alle noch vorproduziert, weil es bei mir wieder in der Klausurphase überging. Ich hatte in einer Woche, also wenn ihr diese Folge seht, dann müsste das eigentlich schon vorbei sein. Ich hatte eine Leistungsklausur in technischer Informatik in dem Bereich Datenbankprogrammierung. Wer es genauer haben müssen möchte, das in Group By Funktionen und Inner und Outer Joins, wobei eher Outer Joins. Und dann noch eine Leistungskursklausur in Mathe. Wer auch das genauer möchte, Vektorrechnung. Richtig geile Scheiße. Nicht wirklich. Kann ich mal ganz kurz so erklären, was das ist. Das ist einfach nur, ja, um es kurz zu machen, mathematisch einen Raum bezeichnen. Also sagen, stellt euch einfach mal vor, ihr habt so einen quadratischen Raum, den ihr dann so beschreiben wollt an Koordinate 7, 3 und 10. Fängt das an. Fängt ein Tisch an, der über, keine Ahnung, 12, 4, 19 geht. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr extrem übertrieben. Es sind auch nur random Zahlen, die ich mir ausdenke. Ja, Skelett, ich weiß, du hast keine Freunde. Ich will aber auch nicht mit dir befreundet sein. Ja. Alter, haben wir viele Siblinge und Äpfel. Hier noch. Na? Ich bin hier in einem Let's Play dran, lass mich bitte, danke. So. Ja, hier den Baum noch. Ich glaube, dann dürfte jetzt auch bald schon hier alles voll sein, oder? Nehmen wir dich doch mal raus. Ah, ein bisschen noch. Ja. Nein. Das brauche ich. Hier, machen wir das gut. Das sieht aber echt komisch aus. So, ich sag jetzt mal den Baum noch und dann. Oder? Einen noch, den hier noch. Dann sollten wir es jetzt eigentlich haben. Ja. Und wir haben auch schon wieder eine Folge voll. Jetzt reiche ich jetzt mal schnell hier rein. Und, ah, nicht ganz, aber wir haben so voll, kannst du sagen. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.